Es steht ja noch ein Problem an mit dem Kühler. Und außerdem muss die Mühle wieder zusammengebaut werden. Willkommen bei Zams Channel. Sind wir gespannt, was draus wird. Ich mache das jetzt gnadenlos ab. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Kühler dahinter kaputt ist. Ich kriege die Schelle nicht mehr über die Beule da drüber. Das gibt es überhaupt nicht. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Dann sind wir einfach mal gespannt, wie groß die Sauerei jetzt wird. Und ich versuche jetzt halt so viel wie möglich Kühlmittel einzusammeln. Zweifelsfalle mache ich die Schelle ganz ab. Ich habe genug davon. Das ist nicht das Problem. Das Ding ist völlig verdrückt. Meine Fresse. Was ist denn das? Was ist denn das? Erstmal ist es eine Riesensauerei. Okay. Damit war zu rechnen. Aber besser eine Sauerei auf der Hebebühne als eine abgerissene Ablassschraube in der Wasserpumpe. Ja, liebes Bonbon, du machst mir echt Probleme und das hätte ich nicht von dir gedacht. Und das ist der Stutzen. Das ist der Stutzen. Er hat viel abgeblättertes Zeug, auch innen, logischerweise. Warum der so schräg ist, keine Ahnung. Normalerweise ist er rund und nicht oval. Und der Schlauch. Und dem Schlauch sieht man natürlich auch an, dass er sein Leben lang auf so einem Oval residiert hat. Und nicht auf einem runden Teil. Eieiei. Ich habe also mal in meinen alten Filmen nachgesehen, dass dieses Ding hier so platt gedrückt ist. Das ist also nicht normal. Wenn man einen neuen Kühler kauft, ist das Ding absolut rund. Bei den abgebauten Kühlern, der eine war ja auf dieser Seite total beschädigt, beim anderen konnte man es nicht so gut sehen. Was ich gesehen konnte, ist, dass es ein bisschen nach innen geneigt ist. Das ist normal, aber dass es platt gedrückt ist. Das ist eigentlich nicht normal. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, ob es gelingt, dieses Ding zu richten. Ja. Jetzt ist es halbwegs rund. Das ist ja nur ein bisschen Alu, das ist im Prinzip ja nicht viel. Vorher entroste ich das hier noch ein bisschen und nehme es wieder in Betrieb. Bisschen Fett auf die Schraube. Hier versuche ich ein bisschen von dem losen Zeug hier noch abzubürsten, möglichst ohne es in das Ding hier reinfallen zu lassen, aber das müsste ganz gut gehen. Jetzt mache ich hier ein bisschen Silikonfett drum. Außen natürlich, nicht innen, dass das möglichst gut rutscht. Alter, erst muss die Schelle drauf, logischerweise. So. Es tropft ja wieder ein bisschen. Na komm, hör auf zu tropfen, geh drauf. Hilft doch nichts. Ja, gucken.
Könnte so halten. Richtig fest mache ich das nachher noch. Hier ist auch noch jede Menge Grünspan oder was das immer ist. Jetzt würde ich als erstes mal die Zündkabel wieder einfädeln. Aber vorher mache ich das ganze Zeug schön sauber. Ich werde mich einfach dran gewöhnen müssen, dass ich nicht in jeder Ecke werde putzen können, sondern es irgendwann einfach werde gut sein lassen müssen. Es ist gar nicht mal so einfach festzustellen, was jetzt über was lag und wie genau alles zusammen war. So, das da muss da hinten rein, das ist okay. Das passt irgendwann da rein. Das ist der Kupplungsschlauch, der war hier drin. Na Mensch, hat sich das wieder verhakt, das Teil. Du sollst da rein. So, und du? Ich liebe es einfach, wenn Teile, die wieder angebaut werden, zumindest für einen Moment wieder so aussehen, als kämen sie gerade aus der Schachtel. Aus der Originalersatzteilschachtel oder was auch immer. Ja, mit ein bisschen Silikonfett an der richtigen Stelle, da geht das Ganze schon viel besser wieder dran, als es abgegangen ist. Sehr schön. Jetzt kann dieses Zündkerzending da auch irgendwann rein. Aber zunächst müssen die Zündkerzen 3 und 4 noch rein. 2 und 3, das wird nochmal schlimmer. Ja, den Zündkerzenstecker 2 und 3, wenn ich den schon wieder im Loch hätte, da wäre mir auch wohler. So, also. Das ist 2. 2 ist ja noch relativ einfach. Ich fange mal mit 3 an. 3 muss nämlich ganz dahinter. 3 muss eigentlich da unten drunter, unter alles. Und hier in das Loch. Und um diese Kurve kommt man natürlich jetzt überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Drei muss also erst durch auf die andere Seite, dann umgedreht werden und dann irgendwie reingesteckt. Oh no. Warum musste mir das passieren? Ich bin ziemlich sicher, der 3, das war der, der hier drin lag. Ich habe die Peerschläuche also gerade noch mal rausgenommen. Ich bin relativ sicher, dass man das den Zündkerzenstecker Nummer 3 nicht reinkriegt, wenn das Peerventil noch drin sitzt oder schon drin sitzt. Das ist wirklich sehr ätzend. Boah. So, jetzt habe ich ihn hier schon mal durch wenigstens. Ja, man muss das natürlich probieren alles. Das ist irgendwie klar.
Man kann natürlich so tun, als könnte man sich merken, wie die Reihenfolge ist oder wie man die Reihenfolge abgebaut hat, aber unterm Strich muss man wahrscheinlich zugeben, dass man das nicht kann. So, also Nummer 4 sitzt, Nummer 3 sitzt. Okay, Zündkerzen zuerst ist die Devise. Bin mir auch relativ sicher, dass hier Nummer 3 hier drunter saß, nämlich genau so. Dann kommt hier Nummer 1, so. Und Nummer 2, hallo. Nummer 2 muss zuerst rein. So. Und dann Nummer 1. Okay. Ja, scheint so. Also, zuerst Nummer 4, das ist aber egal. Dann Nummer 3 auf jeden Fall. Nummer 3 sitzt dann hier so drin. Nummer 2 dann und Nummer 1. So, und jetzt nochmal versuchen, per Regelventil einzubauen. Ja, um es per Regelventil einzubauen, muss ich eins nochmal ziehen und hier weghalten. Denke ich mir zumindest. Und dann wieder rein. Ja, jetzt vielleicht Nummer 1 wieder stecken. Ja. Und jetzt das Regelventil wieder einrasten. Sprich hier hinten unten auf die Metalllasche drücken, in der es lebt. Da wo es wohnt, da wo es gern ist. Das war vorbei. Ja, das ist der blöde Zündkerzenhalter war eben noch nicht da. Da war das noch einfach. Ah, ja, ja. So, jetzt sitzt es. Muss ich nur gucken, ob die Schläuche noch passen. Der Schlauch muss dahinter. Das passt. Der Schlauch passt hier hin. Das geht auch. Die Zündkerzenstecker kommen hier durch. Ja. Scheint alles zu gehen. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Es kommt nur noch hier das Kurbelwellengehäuse, Entlüftungsschlauch durch und dann ist es eigentlich soweit schon wieder fertig. Ja, okay. Stecker von der Zündkerze noch drauf hier. Die kommen von der anderen Seite. Dann muss ich den Kabelbaum wieder runterlassen. Aber es sieht eigentlich so aus, als wenn es passen würde jetzt. Okay. Jetzt wird's ernst für den rostigen Rahmen. So, es ist alles wieder schön blank. Da schraube ich die Schraube wieder rein gleich, mache den Massepunkt fest und dann kommt ein bisschen Fett drauf. Natürlich erst, wenn ich es festgeschraubt habe, damit es von außen dann schön geschützt ist. Ich will jetzt kein Fett vorher drauf machen, weil ich will es ja nicht isolieren. Öl ist ja Fett, ist ja eigentlich ein guter Isolator. Deshalb kommt das dann danach drauf. Jetzt muss ich nur noch den Peerstecker da in sein Loch kriegen. Vielleicht hätte ich den Stecker erst stecken und dann das Peer einbauen sollen. Aber nachher ist man immer schlauer, oder? Ah. Geschafft.
Also. Ich glaube, jetzt darf auch der Massepunkt wieder dran. Das muss dann so ein bisschen unter die Bremsleitung. So, die Bremsleitung erträgt das auch, wenn man die geringfügig nach oben schiebt, das ist also kein Problem. Jetzt nehme ich ein bisschen Silikonfett, das ist schön sticky. Und schmiere das ein bisschen ein hier an dieser Stelle, damit es nicht wieder so furchtbar korrodiert. Schicht überall drauf. So, ich denke, die Zündkerze, der Stecker darf wieder rein. Das ist ein kleines bisschen Silikonfett, damit der Schlauch gut gleitet. Irgendjemand muss ihn irgendwann wieder runter machen, der freut sich dann, wenn es gut geht. Wahrscheinlich bin ich derjenige selbst. Irgendwann. Ja, das war zu weit. So. Das gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir noch nicht. Kerze Nummer 1 kommt noch mal raus. Dann mache ich das da oben über die Dings. Das da kommt so und das da kommt so. Glaube ich zumindest. Ja, ich denke mal, das ist ganz gut. Kerze Nummer 3 habe ich gerade von der anderen Seite reingeschoben. Jetzt mache ich mal Nummer 2. Und jetzt glaube ich, kann ich Nummer 1 auch. So. Jetzt der Peerschlauch hier. Ein bisschen Silikonfett. Genau. Das muss noch fest. Nee, hier. Die hier und die hier, die anderen hatte ich ja gar nicht lose. Hey, Nuss. So. Das muss ich auch gleich noch machen. Jetzt brauche ich erstmal das Zündkerzenkabel. Das kommt irgendwie von der anderen Seite. Ich glaube, ich lasse auf der anderen Seite erstmal den Kabelbaum wieder runter. Hier ist ja jetzt wieder alles gesteckt und angeschlossen. Da ist ja übrigens der Zündkerzenschnödel. Genau. So, hier kommt dann der Kabelbaum wieder in sein Nest. Der Zündkerzenanschluss kommt nach drüben. Gehst du weg. Und hier ist das Ding, wo die Halterung hinkommt für das Thermostatgehäuse. Die Schraube verkantet mir, das ist nicht nett von ihr. Das ist gar nicht nett von ihr. Ja, mit dem Winkel geht das dann gut. Thermostatgehäuse. Wieder drauf. So, jetzt muss dieses Ding hier irgendwie da so durch. Na komm. So.
vielleicht. Unterm Thermostatgehäuse. Ja, ich denke, das passt. Creme. Ja, er kommt schon an der richtigen Stelle raus. Wie praktisch. Wie praktisch. So. Naja, jetzt habe ich die Anschlusskabel für die Zündspule irgendwo vergraben. Uah. Autsch. Da. Da sonst. Das ohne Markierung kommt unten hin, das mit Markierung kommt oben hin. So, also, was muss noch das Ding fest? Dieser Zündspulenträger, der ist ja auch gleichzeitig Verkleidungshalter und der hat also durchaus geringfügiges Spiel. Man kann also, wenn die Verkleidungen nicht passen sollten oder wenn irgendwie halt irgendwas nicht richtig passt, kann man das Ding also durchaus ein bisschen verschieben, sodass die Verkleidungen spannungsfrei passen. Also wie gesagt, das passt also. Kann man immer ein bisschen kippen, verschieben. Ich denke jetzt mal, ich kippe das in diese Richtung. Wenn ich nachher beim Anmachen der Verkleidung feststelle, dass es nicht gut ist, dann kann ich das ja jederzeit noch ändern. So, jetzt kann man hier die Zündspulen wieder anschließen. Der mit der Markierung kommt nach vorne. So. Jetzt kann man die Spritzschutzmatte wieder einhängen. Das ist einmal hier und einmal. Nee, so, so. Jetzt fehlt nur noch der Peer. Genau, der Peer. Ausgang von der Airbox. Da kommt die gefilterte Luft fürs Peer-System raus. Na, komm, kriegst ein bisschen drauf. So. Dann könnte man eigentlich hier noch mit unter die Spritleitung tun. So, ist noch den Haken dran. Ah, da muss ich im Schraubenzieher von hinten ein bisschen schieben, sonst geht es nicht. Oder mit meinem Zeigestock zum Beispiel. Hängt das Ding hier schon immer so blöd darum? Ich habe beschlossen, hier einen neuen Schlauch zu verwenden. Der, den ich da gerade drin habe, der gefällt mir nicht. Der gefällt mir irgendwie überhaupt nicht an der unteren Stelle. Ich habe ja glücklicherweise genügend Ersatzteile. Und das soll mein neuer werden. Das ist der alte. Der neue ist wenigstens nicht so dämlich verformt hier unten. Und ich nehme auch mal
Eine neue Schelle hier unten. Fürs bessere Gefühl. So, jetzt kommt eigentlich nur noch dieses Ding. Dieses Ding. So passt das Loch hier oben schon mal. Das ist schon mal ganz schön. Jetzt verlege ich das Kabel hier noch ein bisschen schöner. Gas geht noch, nichts verklemmt. Tja, einige Stellen sind immer noch staubig. Das ist total tragisch für mich. Ach je. Ja, ich putze dann noch eine Stunde, dann mache ich den Tank wieder drauf. Und die Verkleidung wieder dran. Und dann ist es eigentlich schon wieder fertig. Kühlmittel habe ich ein bisschen nachgefüllt. Bis jetzt ist es trocken. Bonbon hat es möglicherweise geschafft und hat mich mal wieder überstanden. Ich mache mal hier einen Zettel rein, so einen kleinen Saugzettel. Und das lasse ich dann noch mal eine Nacht stehen. Ohne Tank, um zu gucken, ob das dicht bleibt. Und wenn das dicht bleibt, mache ich den Tank drauf, die Verkleidung dran und dann bin ich eigentlich fertig. Ja. Und dann geht es weiter mit dem schwarzen Monster. Ja, bis dann bei Zams Channel.